Ich werde jetzt die Uschi Müller als Ehefrau von Gerd Müller, die Susanne Vierkorn als Vorsitzende des Verschönerungsvereins, der mit der Stadt dieses Projekt realisiert. Und ich darf auch Martin Jeromin, der uns bei all diesen Schritten begleitet hat, aufs Engste, nach vorne bitten, gemeinsam das Tuch jetzt vorsichtig runterzuziehen. Es scheint nicht ganz einfach zu sein. Man muss aufpassen mit den Haaren und der Hand. Aber ich darf die Knabenkapelle schon mal um den Trommelwirbel bitten.